Im August begrüße ich Sie zum Neu-Voges-Magazin aus der Neubrandenburger Oststadt. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Später in dieser Sendung hat Stefan Stegemann von hier einen Expertentipp für Sie. Zum Auftakt unseres Magazins steht aber ein anderes Neubrandenburger Wohnviertel ganz im Mittelpunkt. Sie suchen eine 3- oder 4-Zimmer-Wohnung zum kleinen Preis? Wir haben das richtige Sommerangebot für Sparfüchse. Ausgewählte Wohnungen ab der 4. Etage in der Ihlenfelder Vorstadt. 4 Zimmer zum Preis von 3 und 3 Zimmer zum Preis von 2. Nutzen Sie die vielen Vorteile dieses Wohngebietes, in dem alles Wichtige auf kurzem Wege erreichbar ist. Supermärkte, Kitas, Schulen, Ärzte. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad sind Sie in wenigen Minuten in der Natur, am Reitbahnsee oder im Waldgebiet Burgholz. Auch die Innenstadt und ihre Möglichkeiten liegen ganz in der Nähe. Also sichern Sie sich Ihr Wohnungsschnäppchen bei Mietvertragsabschluss bis September. Das Kerngeschäft der Neu-Voges. Ihr Name steht dafür, ist das Vermieten von Wohnraum. Aber auch für Gewerbeflächen in attraktiver Lage ist das Unternehmen ein kompetenter Ansprechpartner. Mit ihrer Infrastruktur und Dienstleistung für ein vielfältiges Geschäftsleben leistet die Neu-Voges einen weiteren Beitrag zur Lebensqualität in der Viertore-Stadt. Gunhild But unterwegs in der Neubrandenburger Innenstadt. Die Kundenbetreuerin der Neu-Voges für den Bereich Gewerbe ist verabredet mit Dirk Timm. Guten Morgen, Herr Timm. Hallo. Herr Timm betreibt mit seiner Tochter in der Turmstraße 20 das NB-Bistro und sorgt täglich für Hausmannskost zum Mittagstisch oder bietet auch Platten- und Partyservice. Herr Timm möchte sich nun seinen wohlverdienten Ruhestand gönnen und wird das Geschäft aufgeben. Gunhild But ist daher auf der Suche nach einem Interessenten für diese 115 Quadratmeter Gewerbefläche mit gastronomischer Ausstattung. Arbeitsalltag in der Gewerbevermietung. So wie Frau But Herrn Timm viele Jahre als kompetente Ansprechpartnerin gern begleitet hat, so wird sie auch einen Nachfolger in dieser prominenten Geschäftslage beraten und unterstützen. Schon seit 1997 auf dem Boulevard etabliert, ist das Geschäft Ringfoto Stöhr. Inhaberin Christine Stöhr startete 1990 in die Selbstständigkeit und ist seitdem auch Gewerbemieter bei der Neu-Voges. Für Frau Stöhr eine wichtige, weil verlässliche Partnerschaft. Es ist auch eine gute Zusammenarbeit, gerade was Planungssicherheit gibt für Investitionen, dass man weiß, aha, du bleibst an diesem Standort, die Mietsache wird nicht verkauft. Dadurch hatte ich immer gute Planungssicherheit. Gunhild But ist inzwischen in der Stargarder Straße 5 angelangt. Hier steht bald eine Vertragsverlängerung für die 25 Grad Kaffeebar von Matthias Friedrich an. Ein verhältnismäßig neues, aber schon sehr beliebtes Geschäft. Und Herr Friedrich ist und bleibt gern hier. Gibt es ganz eindeutig zwei Gründe. Es ist einmal dieser Standort, wunderbar, super Lage, perfekt für mein Konzept. Und das zweite ist die hervorragende Unterstützung seitens der Neu-Voges, ganz konkret Frau But. Die Neu-Voges vermietet provisionsfrei Gewerbeflächen von Arztpraxis bis Gaststätte oder Lagerraum in Neu- und Altbau. Ob direkt in der Innenstadt, zentrumsnah oder in den Neubrandenburger Stadtteilen, stehen Flächen von 15 bis 250 Quadratmeter zur Verfügung. In der Friedländer Straße 12 steht in naher Zukunft zum Beispiel eine 55 Quadratmeter Gewerbefläche zur Neuvermietung, die derzeit als Fußpflege- und Nagelstudio genutzt wird. Ideal wäre eine ähnliche Folgenutzung, da sogar der Kundenstamm und falls gewünscht das Inventar übernommen werden könnten. Ein weiteres Beispiel: In der Wartlaustraße 13 wird eine Nachnutzung für 50 Quadratmeter Bürofläche gesucht. Gleich gegenüber in der Wartlaustraße 14 ist das Textilfachgeschäft Hautnah zu Hause. Hier hat Gunhild But jetzt noch einen Termin mit Gabriele Morgenstern.
Auch Frau Morgenstern geht in den Ruhestand und sorgt sich um die Zukunft ihres 40 Quadratmeter Lädchens mit einer Kundschaft, die weit aus dem Umland die Treue hält. Nicht zuletzt wegen exklusiver Marken im Sortiment wie Lyska. Ja, das wäre eben traurig, wenn das nicht weitergehen würde. Also sicherlich auch viele andere Firmen, die ich jetzt noch hier drin habe, aber eben das würde mir besonders am Herzen liegen. Und ich habe wirklich ganz treue Kunden und für jemanden, der das dann weiterführen würde, der hätte viel Spaß dran. Ob für Existenzgründer oder erfahrene Geschäftsleute, die Neuwoges bietet als Gewerbevermieter Service, Flexibilität und Sicherheit. Und nicht zuletzt engagiert sich die Neuwoges in der Innenstadt auch gleich mit für ein lebendiges Geschäftsumfeld. Ob wie hier im März der Frühling begrüßt wird, Laternenumzüge durch die Stadt ziehen, ein XXL-Modelaufstieg aufgebaut wird, das Vier-Tore-Fest die Straßen füllt oder der Weberglockenmarkt für weihnachtliche Stimmung sorgt. Wie bereits eingangs erwähnt, hat unser aktueller Expertentipp mit der Oststadt zu tun und mit Sport. Wussten Sie schon, dass die Neuwoges jetzt ein sportliches Angebot für Einrichtungen, Vereine und Interessengruppen bereithält? Sie arbeiten mit kleinen Kindern, aber diesen fehlt ausreichend Platz zur Bewegung. Sie sind mit Gleichgesinnten sportlich aktiv, aber ihnen fehlt ein Trainingstreffpunkt. Sie paddeln im Frühjahr und im Sommer, aber in der kühlen Jahreszeit fehlt ihnen ein sportlicher Ausgleich. Sie suchen, wir bieten eine Turnhalle in der Oststadt. Das Gebäude ist eingeschossig und enthält einen großen Sportraum und einen Gymnastikraum, sowie einen angebauten Sozialtrakt. Dort befinden sich Umkleideräume sowie modernisierte Sanitäranlagen. Für die Vereine gibt es abschließbare Spinte für Material und Vorräume, um größere Sportgeräte abstellen zu können. Jeder Verein bringt seine eigenen Sportgeräte in die Halle mit ein. Eine Anmietung kann sehr kurzfristig erfolgen. Rufen Sie mich an, wenn Sie Fragen zu dem Angebot haben. Liebe Zuschauer, die Treppenhausreinigung ist ein Thema, das die Mieter direkt betrifft. Deshalb wollen wir es nicht versäumen, einmal einen Blick auf diesen Service der Neuwoges zu werfen. Mitarbeiter der Immobilienreparatur- und Servicegesellschaft bereiten sich und ihre Technik im Depot in der Heidenstraße vor. Der Neuwoges Gebäudeservice ist aktuell dabei, die Treppenhausreinigung im Bestand mehr und mehr in Eigenregie zu realisieren. Dabei kommen auch neue Qualitätsstandards zur Anwendung. Zum Beispiel werden mehrere Wischmops für jeden Treppenaufgang vorsortiert und mit einer Reinigungslösung getränkt, verpackt. Eimer und Wischwasser, Fehlanzeige. Also für die Mieter ist es von Vorteil, dass halt die Reinigung noch gründlicher ist und dass wir verschiedene Duftarten haben und der Mieter das auch so wahrnimmt. Für unsere Reinigungskräfte ist es vom Vorteil, dass sie eben halt weniger Kontakt haben zum Schmutzwasser. Also Vorteile für Mieter und Mitarbeiter. Werfen wir dazu einen kurzen Blick auf die Praxis. In der Birkenstraße auf dem Lindenberg begleiten wir ein Reinigungsteam bei der Arbeit. Hier sehen wir die vorsortierten und mit Reinigungsmittel getränkten Wischmops, die jetzt auf jede Etage verteilt werden. Zunächst werden dann die Treppen und Flure abgesaugt, was ein staubaufwirbelndes und dadurch weniger effektives Fegen ersetzt. Danach wird feucht gewischt. Lange Trocknungszeit mit eventueller Rutschgefahr ist nicht mehr nötig. Dafür kündet ein frischer Duft von Sauberkeit, für die an Handläufen und Geländern übrigens hochwirksame Mikrofaserlappen zum Einsatz kommen. Nur ein kleiner Teil der Arbeiten, die je nach Umfang der Reinigung auch variieren. Derzeit sind 4 Reinigungsteams des Neuwoges Gebäudeservice in den Wohngebieten unterwegs. Und um die Treppenhausreinigung in Eigenregie weiter im Bestand ausbauen zu können, wird noch engagiertes und zuverlässiges Personal gesucht. Keine ganz einfache Arbeit. Die Arbeitszeit bis 14 Uhr hat allerdings auch Vorteile für eine flexible Alltagsgestaltung.
Bewerbungen können über die eingeblendeten Kontaktdaten zugesandt werden. Ein Veranstaltungsklassiker in der Neubrandenburger Turmstraße kann halbrundes Jubiläum feiern. Am 7. September verläuft zum 15. Mal der längste City-Modelaufstieg in MV mitten über den Boulevard. Präsentiert von der Neuwoges und der Werbegemeinschaft Neubrandenburger Innenstadt, der Eintritt ist frei. Ab 19.30 Uhr stellen Neubrandenburger Geschäfte wieder aktuelle Trends vor in Sachen Mode für Sie und für ihn, für jung und für alt, für drüber und für drunter. Dazu Musik, Gastronomie und gute Laune. Boulevard NBXXL, Tore auf für gotische Kurven. Liebe Zuschauer, das war unser Neuwoges-Magazin im August. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich möchte mich jetzt von Ihnen verabschieden und Sie zugleich einladen zur nächsten Ausgabe im September. Auf Wiedersehen, Ihr Paul Israel.